Ich habe die Ehre, euch zu diesem Video begrüßen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob es euch auch immer so nervt, wie verdammt nochmal bockt ihr euer Motorrad auf. Entweder hat man keinen Montageständer oder man hat einen Montageständer für hinten, man hat einen extra Montageständer für vorne oder man hat einen Zentralmontageständer. So ein Teil habe ich mir besorgt und genau das Teil gucken wir jetzt gemeinsam an. Was braucht man wohl für so ein Video? Man braucht ein Bike. Also, Bike. So, das Bike haben wir. Was brauchen wir noch? Den Zentralmontageständer. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Also gehen wir mal ins Detail, gucken uns zusammen an, wie das Teil und das Teil harmonisieren. Ich habe mich für diesen Zentralmontageständer entschlossen von der Firma Bursig. Hier steht's, da steht's, überall steht's, weil ich von vielen Freunden gehört habe, das sind die besten, damit machst du sicher nichts falsch. Also habe ich den geholt. Was wirklich super ist, es existiert schon ein Video, wie man das Teil zusammensetzt und wie man dieses ganze Ding hier, diese Adapterplatte, einstellt, passend auf euer Motorrad. Dieser Ständer hier ist immer grundsätzlich derselbe. Das ist immer ein Grundständer. Und was halt individuell ist, ist diese Platte, das ist die Adapterplatte. Wie man hier sieht, ist diese Adapterplatte jetzt für die KTM 1290 Super Duke. Ihr könnt also in den Shop gehen, sucht den passenden Ständer zu eurem Motorrad raus und ihr bekommt den Ständer, die passende Adapterplatte und die Rahmenhülse, falls es denn bei eurem Motorrad eine braucht. Bei meinem Motorrad braucht so eine Rahmenhülse. Das ist diese hier, dieses schwarze Teil. Hier oben ist eine Schraube am Motor, die muss man ganz einfach lösen. Bei der Hülse ist eine längere Schraube dabei, dass die Länge auch dann wieder genau passt. Dann nehmt ihr die Hülse, schraubt die Hülse mit der neuen Schraube, mit dem passenden Drehmoment da oben fest. Und das war schon die ganze Hexerei. Mehr müsst ihr an eurem Motorrad dann nicht verändern. Der Zentralmontageständer kommt nachher mit dem einen Bolzen hier rein und mit dem anderen Bolzen da unten. Da habe ich nichts montiert. Das ist alles original so, wie das Motorrad von Werk aus zu dir kommt. In der Grundausstattung kommt der Ständer mit Gummifüßen hier unten drunter. Ich habe mich dazu entschieden, das Rollenkit noch mit zu bestellen. Ich glaube, das kostet irgendwie 60 Euro extra. Finde ich aber eine absolut geniale Sache, weil du kannst das Ding einfach aufbocken und dann kannst du dein Motorrad, was 200, 250 Kilo hat, manövrieren und in irgendeine Ecke stellen, wo es nicht so viel Platz wegnimmt. Dann kannst du dir theoretisch, wenn du wenig Platz hast, sogar überlegen, vorwärts in die Garage reinzufahren, das Ding aufzubocken, zack, umzudrehen, dass du beim nächsten Mal einfach vorwärts wieder rausfahren kannst. Und wie einfach es ist, das Motorrad mit dem Montageständer aufzubocken, das gucken wir jetzt gemeinsam. Oh, die Karre glüht, ey, meine Hand verbrennt hier fast. Das ist so ungefähr die Situation, wie ich sie bei mir in der Garage habe. Da steht mein Bike nachher, wenn ich es in die Garage geschoben habe, da steht mein Zentralmontageständer. Dann nehme ich einfach mein Bike, klappe den Seitenständer ein, halte es so ein bisschen in die Richtung, dass es ein bisschen immer auf Zug ist, dass es nicht in meine Richtung kippen kann, nehme mir den Zentralmontageständer, schiebe den so runter. Dann kann man den einfach hier greifen, den Fuß runter machen, dann setzt man die obere Hülse an, zack, dann sucht man sich den unteren Punkt, dass der unten auch reinpasst und dann schiebt man den da rein. Dann mache ich es noch immer so, dass es nicht rausrutscht, drücke ich ihn ganz leicht nach vorne, so hat man die Situation und dann braucht man nur noch hier runterdrücken, klack, und das Ding ist erstmal aufgebockt und da ich es ja sauber eingestellt habe, ist es jetzt hinten und vorne gleichmäßig vom Boden weg. Es hängt also nicht in eine Richtung. Und wie man gerade gesehen hat, ich mache es nochmal. Das geht wirklich total einfach. Also ich kann hier wirklich mit einer Hand problemlos runterdrücken. So. Und hebe mit einer Hand, weiß ich nicht, was hat das Ding, 205, 210 Kilo vollgetankt, nach oben. Wenn man jetzt noch höher möchte, kann man einfach hier ein bisschen drücken, dass das hier, dass der Bolzen, der Sicherungsbolzen entspannt wird, rausziehen, zack, und schon hat man es auf zweiter Stufe. Für mich hat so ein Zentralmontageständer nur einen einzigen Nachteil. Und der Nachteil wäre, wenn ich irgendwo in diesem Bereich etwas an meinem Motorrad machen müsste. Das kommt aber im Regelfall nicht vor. Wenn das Motorrad auf dem Zentralmontageständer ist, kann ich alle Arbeiten erledigen. Ich komme hier hinten wunderbar ran, ich kann meine Räder abbauen. Ich kann meine Reifen wechseln, ich komme vorne wunderbar ran, es ist alles freigängig. Ich komme einfach wirklich überall ran, außer an diesem Bereich. Und noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ich habe einfach keinen Montageständer, der mir verdammt nochmal im Weg rumsteht. Wenn ich jetzt irgendwie die Hinterachse aufbocken würde, hätte ich hier hinten einen Montageständer, den muss ich so runterdrücken. Der ist dann auf meiner Seite da drüben bei der Einarmschwinge in die Achse reingesteckt und bei Zweiarmschwinge, wisst ihr ja selber, hat man rechts und links so ein Teil, was unter die Schwinge drückt oder was halt hinten auf diese Trage
Tragebolzen so einhängt, dann bockt man hier auf. Dann hat man also immer was in dem Bereich. Man hat hier unten den Boden, wo was abdeckt. Und vorne ist das Ding ja noch viel mehr im Weg. Es gibt welche, die muss man hier oben einhängen beim Lenkkopflager. Ganz, ganz viele haben aber einfach die, die hier vorne unterhalb sitzen. Das heißt, man hat vorne den Montageständer, das Ding sitzt hier unten drunter auf beiden Seiten, liegt hier noch auf dem Boden rum und man kommt nur ganz, ganz blöd hier unten an diese Klemmschrauben ran, um die Räder auszubauen. Viele von euch, die ja schon gesehen haben, dass ich so einen Zentralmontageständer habe und sich wahrscheinlich schon gedacht haben, ich mache ein Video darüber, haben ja schon rumgewitzelt, ob es denn wohl einen Zentralmontageständer-Porn geben wird. Und ja Leute, den wird es geben, den bekommt ihr jetzt. Um euch nochmal zu zeigen, wie einfach es ist, das Ding aufzubocken, abzubocken, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Zum Abbocken immer hier ein bisschen Druck drauf geben, dass man den Sicherungsbolzen ziehen kann. So, jetzt ist die erste Stellung, also entweder gezogen halten oder halt nochmal ziehen. Und schon ist das Ding auf dem Boden. Und den Montageständer einfach rausziehen. Zack, hat man ihn raus, stellt ihn zur Seite, wieder montieren. So, bisschen hoch, obere Bolzen ansetzen, untere Loch suchen, nicht richtig, jetzt ist richtig reindrücken, zack, zack. Wer sich noch über so einen Zentralmontageständer freut, ist euer Fahrwerk. Das ist das da und da vorne die Federelemente, weil ich habe mir angewöhnt, ich schiebe die Karre rückwärts in die Garage rein, in den Ständer, bock die Karre auf und so wird das Ding bei mir gelagert. Das heißt, das Fahrwerk ist immer im unbelasteten Zustand, wenn es in der Garage rumsteht und die Reifen haben nicht die ganze Zeit Druck. So, und wenn die Karre jetzt so, wie man hier sieht, bin ich hier auch in meiner Garage, so in eurer Garage steht, könnt ihr sie einfach nehmen und könnt sie im Kreis drehen. Zack, schon wäre sie gewendet. Zack, schon wäre sie wieder gewendet. Dann könnt ihr sie natürlich auch nehmen und irgendwo anders positionieren, einfach irgendwo anders hinziehen, wo ihr wollt. Ihr könnt hier auch den ganzen Tag, wenn ihr wollt, einfach mit spazieren fahren. Ja, hier ist der Boden jetzt nicht so gut, aber selbst auf dem Boden hier kann man das Ding einfach bewegen. Und wer sein Bike so sehr liebt und vielleicht eine Tanzschule besucht hat, kann auch mit dem Bike einfach tanzen. Also wie man sieht, ich kann nicht tanzen, aber wenn ihr Bock habt, tanzt mit eurem Bike. Wenn ihr nicht wollt, dass das Bike auf dem Ständer steht und es in der Gegend rumrollt, habt ihr hier zwei Rollen. Zack, zack, da könnt ihr die Bremsen reinmachen. Und dann, wie man sieht, schiebt ihr gar nichts mehr. Wenn ihr euch für so ein Gerät interessiert, guckt unten in meine Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link reingepackt. Kommt da direkt zum Bosik Online-Shop. Könnt gucken, was die Teile kosten. Könnt gucken, was es für Farben gibt. Und könnt gucken, ob es es auch für euer Motorrad gibt. Ich habe das Teil jetzt ungefähr 1,5 Monate in Benutzung. Benutze es eigentlich nach jeder Ausfahrt. Habe schon 2-mal Reifen gewechselt, da habe ich es benutzt. Dementsprechend mein Fazit. Ich persönlich kenne nichts Einfacheres, nichts Praktischeres, als sein Motorrad mit so einem Teil aufzubocken. Ich habe ja auch geplant, in naher Zukunft hoffentlich mal auf die Rennstrecke zu gehen. Da ist dieses Teil auch wirklich prädestiniert für. Der Ständer ist einfach zu bedienen, der Hebel ist lang genug, dadurch sind die Kräfte, die man aufbringen muss, nicht so hoch. Das kriegt auch ganz sicher eine Frau bedient. Es ist super verarbeitet, es funktioniert. Man muss es am Anfang einmal auf sein Motorrad einstellen und dann kann man es einfach immer und immer wieder benutzen, so oft wie man möchte. Es funktioniert. Und wieder habe ich was vergessen. Sicher warten viele auf das Conti-Video. Leute, es kommt die nächste Woche. Ach ja, und dann sind wir auch bald noch 3 Wochen im Urlaub. Juhu! Jetzt bleibt mir wieder mal nichts anderes übrig, als euch eine wunderschöne Arbeitswoche zu wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn du meinen YouTube-Kanal hier kostenlos abonnieren willst, klickst du hier unten in der Ecke. Und wenn du Bock hast, noch ein weiteres Video von mir zu gucken, klickst du da unten in der Ecke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.